Das bin ich, Anke. An einem Ort, an den ich eigentlich nie zurückkehren wollte. In der Arbeitsagentur. Ich war selbst mal arbeitslos und fand diesen Ort schrecklich. Für die nächsten 7 Tage wechsle ich die Seiten und arbeite hier. In der Dienststelle Hamburg Mitte, der größten der Stadt. Wie gehen Sie hier mit den Arbeitslosen um? Mit denen also, die Sie Kunden nennen. Und woran lag es, dass ich die Arbeitsagentur so furchtbar fand? Los geht es mit einer Schulung für Vermittler. Für mich ein Crashkurs. Also BEKO, was gab's noch? IBB, BEKO-OEB. Mhm. Kannst du das noch mal kurz erklären? Also wir haben hier die Beratungskonzeption integrationsbegleitende Beratung. Arbeitslose in Arbeit bringen und das möglichst schnell. Darum geht's. Auch deshalb folgen die Vermittlungsgespräche einem strengen Raster. Das üben die Vermittler hier im Rollenspiel. Kundengespräche. Nee, mir rutscht echt ein bisschen Herz in die Hose, weil ich jetzt denke so, scheiße. Okay. Naja, kann nicht so schlimm sein. Entschuldigung, Michael, bist du überhaupt schon soweit? Ja, ich wäre jetzt auch soweit. Vermittler Michael gibt den Arbeitslosen. Ich soll seine Wünsche abwehren. Hallo, Frau Germann. Kommen Sie durch. Wunderbar. Haben Sie gut hergefunden? Geht's ja, gut? Perfekt. Mein Auto steht im Parkverbot, aber es geht ja schon. Und schon bin ich aus dem Konzept. Sie wollen sich ja als Systemprogrammierer bewerben, ist das richtig? Ist das nach wie vor aktuell? Nee, ich bin Programmierer. Ach, Sie sind Programmierer. Ich bin Programmierer. Die Vorgaben habe ich alle vergessen. Experte, aber der Arbeitslose übernimmt. Mein Hauptanliegen ist eigentlich, ob ich irgendwie eine Qualifizierung in die Richtung bekomme. Genau. Das sehe ich ja hier schon, Kurs, der fängt sogar schon morgen an, und weil der ist auch ziemlich teuer und ich will das Geld auch nicht selber in die Hand nehmen. Das ist mir zu viel jetzt. Wie komme ich da wieder raus? Es sind ja nur 8.000 Euro, die Sie da zahlen müssten. Ich würde ihm die Weiterbildung zahlen, die Arbeitsagentur nicht. Vielen Dank. Es braucht sie nicht, um ihnen Arbeit zu bringen. Da muss man dann gucken, wie kriegt man das hin, ne? Hat so ein bisschen auch was von Drahtseilakt. Und auch den Affen immer zurückgeben, sagen, wissen Sie, wenn Sie sich den Parkzettel da leisten können, meinen Sie nicht, dass Sie da vielleicht, wenn die Weiterbildung so wichtig ist, die vielleicht auch noch bezahlen können? Ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Also mein Gewissen würde dann sagen, oh, eigentlich hat er doch einen ganz anderen Traum. Träume kann man natürlich dann nicht realisieren. Ne? Das funktioniert nicht, weil wir sind, das ist nicht unsere Aufgabe hier. Die Arbeitsagentur ist keine Traumfabrik. Sie soll die Arbeitslosigkeit so niedrig wie möglich halten. Das ist ihr gesetzlicher Auftrag. Sie bietet neue Jobs und soziale Sicherheit. Eigentlich gut, dass es sie gibt. Und trotzdem kommt keiner gern hierher. Vielleicht, weil sie alle in einer Notsituation stecken, sich wie Bittsteller fühlen? Tag 2, kurz nach 6. Okay, auf geht's. Heute bin ich bei Christoph in der Empfangszone. Unsere Aufgabe? Kunden sortieren. Wir müssen vor allem schnell sein. Und gibt's irgendwelche Vorgaben, also weiß ich nicht, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit pro Kunde, genau, oder eine genau. Minute? Also, oder? Also grundsätzlich haben wir 60 Sekunden Zeit hier vorne. 60 Sekunden? Pro Kunden, ja. Hier vorne. Okay, das heißt, ich habe eine Minute Zeit und wenn ich drüber bin, was mache ich dann? Nein, es ist, wir sollen halt nicht so lange rumdiskutieren. Kundenabfertigung wie am Fließband. Kommen Sie durch, ja. Okay, morgen. Alles, was im Computer ist, ist drin, ist auch alles okay. Aber die gesamte Akte ist weg, nicht mehr auffindbar. Der nächste, bitte. Ich habe hier ein Schreiben von der Versicherung, das ausgefüllt werden muss. Der nächste, bitte. Was möchten Sie denn beim Jobcenter klären? Okay. Was möchten Sie beim Jobcenter erfahren? Ich habe drin. Kommen Sie durch. Man hat mich extra hierher verwiesen, aus Norden steht, hat man gesagt, ich soll dahin gehen, wo das Schreiben hergestellt worden ist. Termine gibt es nur für die Antragsabgabe. Ja, warte, das ist mir egal, ich gehe hier nicht vorher weg. Gut, nehmen Sie einmal in der Wartezone Platz, Sie werden namentlich aufgerufen, ja? Alles klar, danke.
wenn man hier länger arbeitet, weiß man, wie man mit solchen schwierigen Kunden umgehen muss. Und kriegt ihr da auch irgendwie eine Vorbereitung, also so ein Deeskalationstraining ja, oder irgendwas? Ja, haben wir bekommen. Bei Kollegen in anderen Geschäftsstellen hier in Hamburg ist das schon so passiert, dass die PCs vom Tisch abgeräumt worden sind, weil die Kunden so sauer waren etc. Ja, das ist schon passiert. Und was denkt man dann in so einem... Ja, denkt man, ja, hoffentlich passiert das hier nicht. Die Frontlinie. Für jedes Einzelschicksal 60 Sekunden. Seit der Wiedervereinigung gab es noch nie so wenige Arbeitslose wie jetzt. Trotzdem haben sie hier genug zu tun. Allein in Hamburg sind fast 72.000 Menschen ohne Job. Die müssen verwaltet werden. Knapp ein Viertel davon hier in der Dienststelle Hamburg-Mitte. Am Nachmittag bin ich in der Abteilung Arbeitgeberservice. Die sucht für Unternehmen gezielt nach neuen Mitarbeitern. Dieses ganze Auswahlverfahren hat die Bezeichnung BRMVH. Behörde, ne? Die Abkürzung steht tatsächlich für bedarfsreaktive Maßnahme. Eine furchtbare Bezeichnung. Dann wird jemand. Alexandra ist so etwas wie eine Headhunterin in der Arbeitsagentur. Heute sucht sie Busfahrer. Es ist die erste Runde im Auswahlverfahren. Und die einzige Konstante, die sie irgendwie die ganze Zeit begleitet, ist, bin ich. Ich werde auch da sein. Ich habe Ihnen allen heute was zu schreiben hingelegt. Ich hoffe, die Stifte schreiben. Zettel haben Sie auch da. Linienbusse im Hamburger Verkehrsverbund sind 365 Tage im Jahr unterwegs. Und das auch noch 7 Tage die Woche. Sie werden tot sein nach den ersten Diensten. Wirklich, weil Ihr Kopf auch die ganze Zeit arbeitet. Die Frage, ob Sie das immer noch wollen, das stelle ich Ihnen immer und immer wieder im ganzen Auswahlverfahren, weil es mir wichtig ist, dass Sie es wollen. Nicht, dass Ihre Frau das will oder Ihr Arbeitsvermittler oder sonst wer. Es ist wichtig, es muss Ihr eigener Wunsch sein. Wer macht wirklich freiwillig mit? Bis zum Schluss ist mir das nicht klar. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie haben 20 Minuten Zeit. Ein Eignungstest. Das ist ja jetzt alles ganz schön streng und strikt. Warum beschreibst du eher so die Schattenseiten? Später, wenn sie in der Realität angekommen sind, vielleicht positiver überrascht sind, dass es nicht immer so grausam ist. So, und es ist besser, positiv überrascht zu werden, als umgekehrt. Es ist nicht zielführend. So. Die Zeit ist abgelaufen. Hätten wir gerne alle Testbögen zurück, bitte. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie da gewesen sind. Tschüss. Die Testergebnisse ernüchternd. Sie sind ja jetzt meine Praktikantin. Wie würden Sie jetzt entscheiden? Ja, ich meine, er hat richtig gerechnet. Ich würde ihn weiterlassen aus dem Grund, man merkt, er hat sich Gedanken gemacht, er hat was notiert, das heißt, er hat was hier mitgenommen. Von daher ist diese Voraussetzung da. Was sagen Sie? Ich sag nein. Echt? Mhm. Warum? Es klingt ja jetzt hart. Er hat nicht verstanden, was sich tatsächlich hinter dieser Frage verbirgt. Ich sehe schon, dass ich dem Bewerber damit gar keinen Gefallen tue, ihn mitnehmen zum Auswahlverfahren des Unternehmens, weil er wird den Test dort nicht bestehen. Also so gern man immer dem Arbeitssuchenden eine Perspektive bieten möchte, muss ich trotzdem immer im Fokus haben, was ist der Arbeitsauftrag. Von 18 Bewerbern kommen gerade mal 7 weiter. Das ist hier normal. Nächster Tag, nächste Abteilung. Heute geht es für mich zum Kerngeschäft der Agentur, zum Vermittlungsgespräch. Dabei kann ich die Techniken anwenden, die ich im Seminar gelernt habe. Isolier- und Klemmtechnik. Mit dieser Technik wird von mehreren Einwänden, die gleichzeitig vorgebracht bzw. in einem Atemzug genannt werden, derjenige herausgegriffen, dessen Behandlung voraussichtlich die geringsten Schwierigkeiten bereitet. Nur eine von 13 sogenannten Einwandbearbeitungstechniken. So sollen die Vermittler also mit den Arbeitslosen reden.
Damals habe ich mich vor den Vermittlungsgesprächen gefürchtet. Heute bin ich bei Jessica, stellvertretende Teamleiterin. Meine Erinnerungen kommen schnell wieder hoch. Hallo. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Sie suchen eine Tätigkeit als Kraftfahrzeug-Sachverständiger in Hamburg und Umgebung in Vollzeit? Ja. Okay. So, wichtig ist, dass Sie Reisekosten immer beantragen für jedes Vorstellungsgespräch einzeln. Es ist ein Erstgespräch. Das heißt Informationen über Rechte und Pflichten. Okay. Aber ein Gespräch stelle ich mir anders vor. Reden tut hier eigentlich nur eine. Und dann lassen Sie es vom Arbeitgeber ausfüllen, diesen Zettel, und reichen den hier wieder ein. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass ein Arbeitgeber einen Eingliederungszuschuss für Sie beantragen kann. Das ist ein Lohnkostenzuschuss, den wir zahlen an Arbeitgeber. Beantragt werden muss dieser Lohnkostenzuschuss, dieser Eingliederungszuschuss durch den Arbeitgeber. Wir beide, Sie und ich, haben damit nichts zu tun. Ja, das war so das, was ich mit Ihnen besprechen wollte. Haben Sie noch Fragen? Gibt es noch was, was Sie wissen wollen? Bekomme ich von Ihnen Angebote oder muss ich mich komplett selbst um Angebote kümmern? Also grundsätzlich ist es so, dass Sie in erster Linie sich selber um die Angebote kümmern. Auch ich mache regelmäßig Stellensuchläufe für Sie und schicke Ihnen Angebote zu, die ich für passend halte. Erstmal, in allererster Linie ist es Ihre Verpflichtung. Dann schreibe ich jetzt die Eingliederungsvereinbarung. Das ist sowas wie das Protokoll vom heutigen Gespräch. Sie brauchen das Zimmer nicht verlassen. Sie bleiben einfach einen Moment sitzen und es geht dann gleich weiter, wenn ich soweit bin. Das sieht nach Textbausteinen aus. Das sind auch Textbausteine, da haben Sie recht. Textbausteine. Eigentlich hätte Jessica das Protokoll auch schon vorher schreiben können. So, dann ist das die Eingliederungsvereinbarung, die, wie gesagt, einmal durchlesen, auf der Rückseite unterschreiben. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Ja. Das ist auch nett geschrieben. Ich bewerbe mich weiterhin aktiv. Wir müssen es klären, damit Sie und ich beide wissen, woran wir sind. Glauben Sie mir, es gab auch schon die Situation, das haben Sie so nicht gesagt. Lieber einmal klarstellen als... Ja, das ist so ein bisschen selbstverständlich. Ich bewerbe mich weiterhin. Man will für Sie ist versuchen. Das selbstverständlich. Ja. Nicht zwingend für alle. Für Jessica sind alle gleich. Dann, aber ich habe noch eine Frage. Ich habe von Ihnen noch gar nichts bekommen. Okay. Wir haben letzte Woche schon mal angerufen, ob es eine Abrechnung oder so gibt. Es gibt gar nichts. Mal reden wir über Arbeitslosengeld oder reden wir über Vermittlungsvorschläge? Nein, über Arbeitslosengeld. Das ist nicht mein Thema. Im Moment habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht geführt hier. Das sind Sie. Aber wie gesagt, Arbeitslosengeld bin ich nicht sprachfähig. Müssten Sie einmal vorne fragen. Ja, alles klar. Gut. Ob er das Gespräch wohl genauso gelungen fand wie Jessica? Er durfte natürlich auch was sagen, aber letztendlich hatte ich so das Gefühl, dass wir sehr viel geredet haben und er eigentlich nur, okay, mache ich. Ich verstehe es ein bisschen so, der Arbeitslose möchte vielleicht den bestmöglichen Job oder den Job, der ihm gefällt, und die Agentur möchte eigentlich den nächstmöglichen. Also geht das zusammen, diese beiden Erwartungshaltungen? Also in den meisten Fällen ist der bestmögliche Job. Auch der nächstmögliche. Auch der nächstmögliche. Okay. Das mögen ja, jetzt vielleicht, mögen vielleicht der eine oder andere Kunde anders sehen. Aber meistens ist man sich mit seinem Kunden schon einig. Dann, das ist meine Frage, was passiert, wenn es nicht tut? Also nicht schnellstmöglich, sondern sich vielleicht noch überlegt, welche Träume habe ich, die ich jetzt verwirklichen will. Jetzt ist die Gelegenheit, jetzt habe ich meinen Job verloren, jetzt kann ich mich noch mal neu orientieren. Also dann kann er das gerne tun, aber ohne finanzielle Unterstützung durch die Agentur für Arbeit. Ja. Ja. Da ist es wieder. Die Arbeitsagentur ist keine Traumfabrik. Der nächste Job ist der beste Job. Deshalb habe ich mich damals so mies gefühlt. Ich hatte immer gedacht, ich dürfte mitreden. Doch jetzt weiß ich, das ist hier gar nicht vorgesehen. Ist das immer so? Ich darf noch bei einem anderen Vermittler mitmachen. Bei Michael aus dem Seminar. Was erholt? Ja, manchmal ist mir das aufwendig, immer hochzulaufen. Und
Warst du selber auch mal arbeitslos, dass du da? Ja, ich war auch mal arbeitslos, Seite? Genau. Okay. Und kenne sozusagen dann auch tatsächlich beide genau. Seiten. Also ich weiß, wie sich das anfühlt und wie schwierig das oft sein kann, dann wieder was Passendes zu finden. Und ja, also insofern habe ich da bestimmt auch eine entsprechende Empathie für den Kunden. Die nächste Kundin, eine Schifffahrtskauffrau. Werden wir auf Ihre Vorstellungen eingehen? Wie passen Sie zusammen mit den Gesprächstechniken des Vermittlers? Ich darf das Gespräch eröffnen. Wie ist denn Stand der Dinge? Würden Sie vielleicht einmal kurz erzählen, wie es jetzt gerade bei Ihnen ist? Haben Sie schon Bewerbungen verschickt oder schon vielleicht was in Aussicht? Oder? Ich habe noch nichts verschickt. Mir fehlt noch ein Zeugnis. Ah, okay. Das gehört dazu. Okay. Und wenn das dann mit dabei ist, dann habe ich alles komplett. Ihr einziges aktuelles Zeugnis. Denn sie war 12 Jahre in demselben Unternehmen, hochspezialisiert. Es ist das zweite Gespräch. Stellensuche in den Jobbörsen der Arbeitsagentur. Gar nicht so einfach. Diese, ne? Ja. Schifffahrtskauffrau. Die könnte interessant sein. Ich klicke da mal. Ja, mach das. Genau. Das ist aber schon ein anderer Bereich, der da gesucht wird. Und da wird wirklich ein Schifffahrtskaufmann gesucht, wenn die Klarierung nicht zu meiner Erfahrung gehört. Wenn es jetzt da nichts mehr gibt, also kannst gerne mal durchklicken, können wir danach auch noch mal auf den Jobroboter gehen und da noch mal schauen, ob wir da was Relevantes finden. So, da kommt eigentlich schon gar nichts. Da kommt jetzt zum Beispiel Gartenbauverband. Ich weiß nicht, warum Gartenbauverband jetzt. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen kreativ suchen. Vielleicht Container. Reederei. Oder Reederei, gib mal. So, das ist jetzt wieder zollabwicklungsorientiert, ne? Das. Ja. Aber das ist durchaus im Rahmen dessen, was ich bisher gemacht habe. Ja. Du kannst, glaube ich, rausdrucken, oder? Fast, oder? Ja, also das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Genau, ich zeige dir das mal ganz kurz. Wenn es halt nicht passt, dann schreiben Sie es hin. Also Sie werden jetzt in der jetzigen Situation nicht dazu gezwungen, irgendwie Dinge anzunehmen, die überhaupt nicht Ihrem Profil entsprechen. Mhm. Ich hoffe, dass Sie sowas nicht kriegen. Aber das sieht ja schon sehr gut aus. Aber falls es so ist. Haben wir schon mal einen gefunden. Das ist doch schon mal gut. Nach einer Stunde Vermittlungsgespräch eine befristete Ausschreibung. Da hilft nur noch Mut zu sprechen. Sie haben einen sehr guten Lebenslauf und ich glaube, Sie können das sozusagen so eine Veränderung gut wegstecken und produktiv umwandeln. Er hätte Sie auch drängen können, sich auf andere Stellen zu bewerben. Damals, als ich arbeitslos war, war so mein Eindruck, dass mein Arbeitsvermittler eigentlich Macht über mich hatte. Kannst du das nachvollziehen? Ja, absolut. Also man kann ja bestimmen, dass der Weg jetzt in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist und auf was man sich bewerben soll. Und man kann natürlich auch sanktionieren. Mhm. Ja, das heißt, man kann auch Geldmittel sozusagen kürzen. Oh, ja. Das ist eine ungeheure Macht, die dahinter steckt. Absolut. Und wenn man damit nicht sensibel und bewusst umgeht, ist das auch ein Missbrauch. Das ist auch das Sensible und das Schwierige an dem Job eigentlich. Dass wir sozusagen auf so Leitplanken haben, einmal die gesetzlichen Grundlagen, auch den Kunden schnell wieder in Arbeit zu bringen, entsprechend zu qualifizieren, aber trotzdem natürlich die Ziele harmonisieren sollten. Mhm. Nämlich die des Kunden und unsere Ziele. Ja. Ja. Auf die Kunden eingehen. Michael versucht es zumindest. Hätte ich damals einen Vermittler wie ihn gehabt, wäre es mir besser gegangen. Zurück zur Busfahrersuche. Die Headhunterin muss sich um jeden Einzelnen kümmern. Hier ist die Frau Brand vom Arbeitgeberservice. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass wir kommenden Donnerstag den Bewerbertag bei der VAH haben. Ja, und in der Einladung ist noch ein zweiter Zettel bei gewesen. Da stand drauf, wie Sie sich am besten auf Donnerstag vorbereiten können. Gut, danke. Tschüss. Sie hat den Termin gesehen. Hat die Einladung, hat aber nicht diesen Zettel sich durchgelesen. Sie sagt, oh, sie muss noch mal genau nachschauen. Somit hat sie all diese Informationen, die sie von mir bekommen hat, überhaupt nicht gelesen und ist somit für Donnerstag überhaupt nicht vorbereitet. Und somit ist klar, dass sie am Donnerstag das Auswahlverfahren nicht bestehen kann. Jetzt übernehme ich. Ein Kinderspiel, denke ich. Die Rufnummer ist nicht vergeben. Das hat mich, glaube ich, weggedrückt. Vielleicht hilft das Gebet. Hallo, guten Tag. Hier spricht Anke Germann von der Agentur für Arbeit.
Sie sind mitten im Umzug. Hallo, guten Tag. Hier spricht Anke Germann von der Bundesagentur für Arbeit. Also Ihre Originalzeugnisse liegen bei Ihrem alten Arbeitgeber. Okay, aber warum haben Sie denn die Originale da abgegeben? Ich mache mir gerade jetzt gar nicht so sehr Sorgen um Donnerstag, sondern eigentlich um Ihre Originale. Hallo, ich wollte eigentlich den Herrn sprechen. Bin ich da jetzt ganz falsch? Der badet gerade. Also, es geht darum. Ich falle hier vom Glauben ab. Das sind die kleinen Geschichten und Selbstverständlichkeiten, die ja keiner so unbedingt für möglich hält. Und es tut mir dann auch so leid, weil ich dann denke so, wie kann ich dem helfen? Darf man denn so die Bewerber dann auch dahingehend so ein bisschen mehr beraten? Ja, ja. Ja? Das machen wir auch. Nummer 16 noch zwei. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen sputen, ne? Dass das hier nicht so lange dauert. Hallo, guten Tag, hier ist aber nicht Frau Brandt, hier ist Anke Germann, die Kollegin von Frau Brandt. Hallo. Sie sind gerade am Computer und üben, das ist sehr gut. Sowas wollte ich hören. Mache ich. Ich grüße Frau Brandt. Ja, bis dann. Tschüss. Ich freue mich schon seit August. Ich freue mich so sehr auf diesen Termin. Und man denkt, ja, ich freue mich mit Ihnen. Ist doch süß. Mhm. Also, ach toll. Also es gibt einige, die auch wirklich Lust darauf haben und auch sich wirklich... Und sich reinhängen, halt. Ne? Und das macht viel, viel ja, wett. Jetzt merke ich, was. 10 Lehranrufe. Das stimmt, das macht wirklich was wett. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Gut. Aber wie viele Bewerber am Ende zum Auswahltag kommen, keine Ahnung. Tag 5. Wieder dort, wo der Erfolg in Minuten gemessen wird. Die nächste bitte. Bis zum Abend werden wir mit mehr als 200 Kunden gesprochen haben. Als ob's aufhört. Das hört echt nicht auf. Ne? Wir wissen nie, was als nächstes kommt. Ich wollte einen Termin für meinen Sohn. Wie alt ist Ihr Sohn? Der ist 21. Haben Sie eine Vollmacht dabei? Dann können wir leider nicht machen. Er ist aber hier. Trotzdem brauchen wir eine Vollmacht von ihm. Aus datenschutzrechtlichen Gründen brauchen wir eine Vollmacht. Es ist so. Also ich habe das Gefühl, da weiß jetzt einer nicht, der andere sagt was hier. Haben Sie sonst schon einmal eine Vollmacht abgegeben oder sowas? Das kann sein, weiß ich nicht. Müssen wir vielleicht ein System gucken. Nee, ich habe hier keine Vollmacht vorliegen. Mach das. Okay. Dann gehe ich wegen mir. Dann müssen Sie zur Adresse, also zur zuständigen Agentur, wo Sie wohnen, hin. Regeln sind hier unumgänglich. Was denkst du? Macht dich sowas dann wütend? Oder Teilweise. Wenn die es nicht einsehen? Oder? Wütend nicht. Es macht mich eher... Oder ich bin eher enttäuscht, warum Kunden dann nicht einfach sagen können, so ja, okay, ich komme dann mit Vollmacht wieder. Ne? Weil wir uns ja hier auch einfach an Regeln halten müssen und wir können dadurch richtig Probleme bekommen. Was denn für Probleme? Datenschutzrechtliche Probleme. Ne? Kann bis hin zur Abmahnung etc. führen. Ne? Kündigung. Ja, ist halt so eine Sache immer. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Mein vorletzter Tag. Außentermin beim Busunternehmen. Heute entscheidet sich, wer Busfahrer wird. Und wichtig, ich gebe Ihnen noch mal den Tipp, auch wie im Vorgespräch. Fangen Sie mit dem Testteil an, den Sie können. Alle könnten eine unbefristete Stelle kriegen. 3 kommen einfach nicht. Ich merke, wie ich enttäuscht bin. Gleichzeitig drücke ich den anderen die Daumen. Satz zu Ende schreiben bitte, Kugelschreiber hinlegen. Ja, das nehme ich alles mit. Okay. Eigentlich wussten sie, was sie erwartet. Frau
Fragen zum Busunternehmen, zu Verkehrsregeln und ein paar Rechenaufgaben zu Fahrpreisen. Und 1-1. Tippitoppi. Kein Fehler. Oh nein, was ist das denn für ein Test? Ist alles leer? Ja, nahezu. Also über die Hälfte ist raus. Normal? Ja, das ist eigentlich eine gute Quote. Also letzte Woche wäre eigentlich von den Testergebnissen her gar keine Luft gekommen. Ich kann das kaum glauben. Es geht doch um unbefristete Arbeitsverträge. Können unsere Bewerber nicht oder wollen sie nicht? Auf diese Frage finde ich keine Antwort. Es klingt für mich sehr plausibel, dass Sie sehr nervös waren. Ich war nervös, ja. Weil die Masse hat mich erschlagen. Genau. Das zu lesen. Oh, hoffentlich schaffst du das zu lesen alles. Ja. Ne? Es kommt jemand rein, schreit sie an und spuckt sie an. Ja, mit solchen Situationen kann ich ja gut umgehen, weil ich Ausbilder war. Deswegen, das ist ja... Habe ich sehr gut dann Umgang mit. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist genau mein Ding so. Normalerweise, wie gesagt, nach unseren Testkriterien hätte es jetzt nicht gereicht, weil sie eben, man muss alle drei Teile bestehen. Ja. Einer ist eben deutlich nicht bestanden. Sie kriegen die zweite Chance. Danke. Es liegt an Ihnen, die zu nutzen. Ja. Wir sind gespannt. Die Einladung erfolgt aber dann wieder über mich. Also ich bekomme die Informationen von der VWH. Ich denke, ich bekomme die auch relativ zügig. Ja. Und dann bekommen Sie von mir erneut die Einladung. Okay? Ja. Okay, danke. Haben Sie das geübt vorher oder haben Sie... Nee. Warum nicht? Also Sie sind ja darüber informiert worden, ne? Okay, kann sein. Habe ich vergessen jetzt. Ich weiß jetzt nicht genau, kann sein, ja, dass ich informiert, aber... Ja, ich habe mich nicht vorbereitet, weil ich hatte eigentlich die Brief bekommen, aber ich habe nur die Datum und die Uhrzeit geguckt. Wie also, haben Sie sich vorbereitet? Also ein bisschen habe ich im Internet geguckt, so, aber nicht, ehrlich gesagt nicht viel, weil ich hatte ja auch andere Sachen zu tun gehabt. 38 Fehlerpunkte, wenn wir 15 als Maximalgrenze hatten, sind natürlich auch zu viel. Also deswegen hat es an der Stelle leider nicht gereicht. So. Es ist ja auch so, irgendwie stehst du ja auch gegenüber den Arbeitgebern wiederum im Wort, dass du auch gute Bewerber lieferst, ne? Ja. Irgendwie schon. Ja, klar, für mich ist das eine unglückliche Situation. Aber 90% derjenigen, die durchgefallen sind, sagen einfach, sie haben sich nicht vorbereitet oder Ähnliches. Wenn man sich über das Unternehmen nur halbherzig informiert, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und ganz ehrlich, ich als Unternehmer würde auch sagen, du interessierst dich nicht für mich, warum soll ich mich jetzt für dich interessieren? Ne? Hast du schon mal gezählt oder weißt du, wie viele Menschen du schon in Arbeit gebracht hast? Also ich mache das jetzt im 10. Jahr und... Ja, man weiß ungefähr, wie viele pro Jahr. 1000 werden schon gewesen sein. Unsere Bilanz? Von 80 ursprünglich umworbenen Arbeitslosen bleiben 5 übrig. Überschaubar. Sie können jetzt Busfahrer werden. Können es schaffen. Raus aus der Arbeitslosigkeit. So, erstmal weit rausfahren, ne? Weil wir wollen den nämlich nicht küssen da. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Langsam nach rechts einschlagen. Okay, und rum. Sieben Tage Arbeitsagentur. In einer Behörde, die ihre Mitarbeiter engen Vorgaben unterwirft. Die ihren Erfolg vor allem daran misst, wie schnell sie Arbeitslose in Arbeit bringt. Viel Platz für deren Wünsche bleibt da nicht. Ja, super. Punkt 18 Uhr. Schluss. Aber dann doch ein bisschen Behörde, ne? Dann doch ein bisschen Behörde. Zum Abschluss, wenn man nach so einem 12-Stunden-Tag hat, dann ist man... Da kommt schon das Putzteam um die Ecke. Punkt 18 Uhr, ne? Da kann man dann doch mal ein bisschen Behörde sein.